Ja, was viele Networker nicht über Facebook wissen, das lass uns heute besprechen in der nächsten Zeit. Es ist heute eine Live-Fragerunde, das heißt, ich sitze da und warte auf deine Fragen und ich möchte gleich losstarten. Schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Heute eine etwas andere Perspektive mal. Und ja, ich möchte dir heute wieder Informationen bieten. Wie kannst du dein Network-Marketing-Business aufbauen mit Facebook, ohne Werbung zu schalten, wirklich mit organischer Reichweite? Ja, eure Fragen, deine Fragen. Und ich möchte gleich mit etwas starten, bevor wir uns ja hier aufwärmen sozusagen. Ich freue mich natürlich, wenn du mir kurz schreibst und vor allem gleich am Anfang, dass du Postleitzahl und Ort mir mitteilst. Also wo bist du her? Lass uns vernetzen. Servus Money. Und ja, einfach Postleitzahl, Ort, damit wir uns untereinander vernetzen können. Networker, die mit Facebook ihr Business aufbauen wollen. Ein paar Zahlen, etwas, was glaube ich nicht jeder Networker weiß. Wir haben ja jetzt das erste Quartal, die Zahlen vom ersten Quartal von Facebook und ja, Facebook und Network Marketing, das passt insofern zusammen, weil wir in beiden Bereichen absoluten Boom erleben derzeit. Also wir sind auf einem Allzeithoch. Wir sind Network Marketing war noch nie, hat noch nie so viel Umsatz gemacht wie jetzt und Facebook geht auch wirklich ab. Ich möchte hier ein paar Zahlen nennen und zwar im Quartal 1 2021 sind schon wieder viele, viele neue User dazugekommen. Wir halten jetzt bei 2,8 Milliarden monatlich aktiven Nutzern weltweit auf Facebook und wir haben täglich aktive Nutzer, das ist irre, täglich aktive Nutzer von 1,9 Milliarden. Es ist das größte Social Network, es ist ja das, wo du eben dein Business aufbaust wo du dein Network-Business aufbaust etc. Da fehlen einem schon die Worte und es wächst alles bei Facebook. Die Mitarbeiteranzahl wächst, es wächst der Umsatz. Hier ein paar Zahlen noch, wie man sieht, wie eindrucksvoll. Und zwar allein der Umsatz, oh, warte mal, ich muss mal schauen, der Gewinn und so weiter. Wir haben hier einen massiven Umsatzanstieg. Ich finde jetzt die Zahlen nicht. Ah ja, zum Vorjahr haben wir eine Umsatzsteigerung bei Facebook von 47,6%. Also die jetzt sagen, na ja, Facebook funktioniert nicht, ja, was soll ich sagen? Facebook funktioniert definitiv. Also nutz diese Chance, dass du jetzt Postleitzahl und Startort reinschreibst und auch, ja, dass du mir sagst, bist du live oder im Replay, ja? Bist du jetzt live dabei oder in der Aufzeichnung? Und ja, ich möchte es einfach interaktiv gestalten und dann lass uns schon loslegen mit den Fragen. Alle Fragen hier rein. Ich schaue, was ich beantworten kann. Ich hoffe, man hört mich gut, man sieht mich gut. Vielleicht kannst du mir kurz auch hier Feedback geben. Und ich schaue jetzt einfach mal in die Fragen rein, wenn schon Fragen da sind. Und dann lass uns einfach losstarten. Ja? So, ich muss hier das ein bisschen anders gestalten. Damit ich parallel arbeiten kann, ich habe auch hier mein Tablet. Und ja, ich sitze da und warte auf die Fragen. Also, so viele Leute schon da, das freut mich natürlich. Und an und für sich habe ich 30 Minuten eingeplant. Ich sage mal, wenn ihr lieb und nett seid, dann mache ich daraus eine Stunde. Aber das kommt natürlich ein bisschen an, wie weit du da mitwirkst, ne? Also, wie weit du halt auch ja unterstützt oder sonstiges. Also, ist nicht, wenn ich da irgendwie so alleine da sitze und ja, da taugt es mir nicht so. Also, wenn ich auch Spaß dran habe, dann finde ich das gut. Danke für die Rückmeldung wegen Ton und Bild. Und dann lass uns gleich mit der ersten Frage starten. Also, die erste Frage, die ich sehe, jetzt einfach rein mal die Fragen. So, das ist eine längere Geschichte. Die Dana. Servus, Dana. Ich glaube, dich hatte ich noch nie. Schön, dass du da bist. Ich habe die Frage, ob ich auch als Unternehmerin deinen Kurs buchen kann. Wir haben ein Produkt für die Reiterwelt entwickelt und wollten mit Facebook starten. Zusätzlich möchte ich privat ein Network starten. Ja, die Antwort ist ja. Ich bekomme sehr, sehr viele Fragen. Ich kann nicht alle beantworten. Das muss ich auch ehrlich sagen. Das geht nicht mehr. Also, was ich da an Messenger-Nachrichten jeden Tag bekomme, das ist nicht zu handeln. Auch teilweise E-Mail-Nachrichten, das schaffe ich nicht mehr, ganz ehrlich. Deswegen auch hier die Fragerunde leichter. Grundsätzlich, diese Frage ist immer ein Ja. Egal in welchem Business du bist, das Beginner, also meinen Kurs, kannst du immer verwenden. Warum? Weil dort lerne ich dir, wie du dich positionierst und wie du verkaufst richtig. Ja? Grundsätzlich bin ich spezialisiert auf Network Marketing und diese Richtung habe ich auch eingeschlagen. Aber ich selbst bin Trainer und ich arbeite genau mit diesem System und es wäre völlig egal, zum Beispiel
meine liebe Tochter, die baut sich was auf, die studiert gerade Ernährung, falls sie da ist, alles Liebe. Und auch sie kann das nutzen. Oder welche, die im Kreativbereich sind oder die Schuhe verkaufen. Ich habe Fotografen, ich habe alles Mögliche an Kunden im Speedinar. Grundsätzlich, wenn du das einmal gelernt hast, wie du Produkte richtig vermarktest, dann hast du es geschafft. Ja? Aber wie gesagt, die Boni, das ist der Unterschied, die extra, die Boni, die du da kriegst, die sind speziell für Network Marketing. Ja, also ich hoffe, ich konnte das beantworten. So, dann schaue ich gleich die nächste Frage. Die Bea. Die Bea fragt, hallo Willi, wie oft darf ich den Namen der öffentlichen Gruppe ändern? Also Facebook sagt uns das ja genau, wenn wir es dann nochmal ändern wollen, 28 Tage. Das heißt, im 28-Tage-Rhythmus können wir das. Und ich habe hier sehr, sehr viel getestet. Du hast das vielleicht auch gemerkt. Ich habe vor 3 Wochen den Namen geändert. Und hier hat sich etwas geändert beim Thema Namensänderungen. Und über das kann ich erst berichten, selbst in 14 Tagen, wenn ich meinen Namen wieder geändert habe. Das ist sehr, sehr spannend. Wie du weißt, ja, Facebook ändert sich laufend. Und hier gab es auch eine Änderung zu vor ein paar Wochen noch. Und die werde ich dann im Speedinar auch weitergeben. Aber grundsätzlich hast du 28 Tage Zeit. Ja. Der Walter aus Herzogenburg, schön, dass du da bist. ja, zuerst würde ich mal interessieren, alle, die jetzt so da sind, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Ja? Also bevor ich zur nächsten Frage komme, wie fühlst du dich aktuell? Ja, hast du Hoffnung, hast du Power, hast du Motivation? Geht's dir gut, auf gut Deutsch? Das würde mich interessieren. Und ja, wie geht's deinem Team? Ja, hast du schon ein Team? Lass ein bisschen was da, lass ein bisschen was wissen, so lerne ich dich auch besser kennen. Und ja, hier im Live ist und auch dann im Replay ist natürlich leichter für mich, als wieder jede E-Mail einzeln zu beantworten. Also, der Paul, Servus Paul, Paul Kretschmer fragt, Facebook-Gruppenname mit oder ohne persönlichen Namen im Kurs mit Persönlichkeit, deine aktuelle Gruppe ohne. Ja, das ist eben das, was ich gerade angesprochen habe. Ich bin jemand, der sehr, sehr viel testet. Ja? Also ich teste sehr, sehr viele Dinge und bei den Tests ist es auch so, dass, sage ich mal, 50% negativ ausfallen. Also nicht alles, was ich teste, funktioniert. Definitiv. Also ich habe jetzt wieder auch gestern eine Errungenschaft, für mich persönlich eine Errungenschaft analysiert. Ich habe hier 2 Stunden meine diversen Videos und Reichweite analysiert und ich bin auf eine Sache draufgekommen, die die Welt nicht weiß. Das muss ich ehrlich sagen bei Facebook. Es betrifft Live-Videos. Also ich bin jemand, der immer sehr, sehr viel testet. Paul, wenn du im Speedinar bist und du bist im Speedinar, dann gibt es ja nächste Woche die Fragerunde für die Speedinar-Leute und da werde ich diese Errungenschaft auch bringen zum Thema Gruppennamen. Aber grundsätzlich, was kann ich dazu sagen? wie gesagt, die jetzige Gruppe hat einen anderen Namen, das hat andere Gründe. Es kommt immer auf das Ziel drauf an. Ne? Es kommt auf das Ziel, mache ich Personal Branding oder möchte ich über die Facebook-Suche gefunden werden, also abhängig von deinem Ziel, ist dann eben auch der Gruppenname zu wählen. Ja, gut. Oh, so, jetzt muss ich da mal weiter. Regina Kohlhaas. Servus, Regina. Kann ich auch mit einem Produkt eine öffentliche Gruppe aufbauen? Kann ich auch mit einem Produkt? Ich verstehe die Frage nicht, Regina. Weil wir haben alle Produkte. Vielleicht stehe ich auf der Leitung. Sag mir einfach mal Bescheid. Genau. Michaela sagt, du bist nie alleine. Ja, hoffentlich. Aber nicht, dass du das negativ meinst, gell? Sabine sagt, bei mir in meiner öffentlichen Gruppe funktioniert das Video nicht mehr, gibt es da Hilfe dafür. Eine Bitte, wenn ihr eine Frage reinschreibt jetzt, vielleicht könnt ihr irgendwie davor ein paar Fragezeichen machen, dann sehe ich leichter den Unterschied zwischen einer Frage und die einfach die Kommentare reinschreiben. Und dann, wenn ihr eine Frage schreibt, so wie hier, wäre es gut, so ausführlich wie möglich, weil ich tue mir jetzt ein bisschen schwer. Vielleicht, Sabine, kannst du das noch mehr auf den Punkt bringen. Da mache ich in der Zwischenzeit eine andere Frage. Ja, also ich hoffe, euch geht's gut. Ich muss mal jetzt schauen, ob es euch gut geht. ihr seid noch ein bisschen müde, kommt mir vor. Ne? Also so Anzahl von den Kommentaren merke ich, ihr seid noch ein bisschen müde. gut. Ja. So. Frage, gibt es die Möglichkeiten, den Partnern bei Facebook die Lerninhalte zeitlich gestaffelt anzubieten? Gibt es die Möglichkeit, also in der Facebook-Gruppe hast du derzeit keine Möglichkeit, Inhalte
so wie in einem Kurs zum Beispiel freizuschalten. Na, schön, dass ihr gleich reagiert, da habe ich gleich etliche Love und so. Also ja, es ist wirklich so, wenn man hier alleine sitzt und ihr seid vielleicht begeistert, sitzt zu Hause, denkt euch echt cool, aber ihr zeigt das nicht, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Also man hat hier mehrere Möglichkeiten, das zu zeigen. Und wenn du der Meinung bist, dass ich dir immer helfe oder dass ich dir schon mal geholfen habe, dann gib das Video weiter. Gib es weiter in deiner Facebook-Gruppe, per WhatsApp, per Messenger, was auch immer. Es gibt hier nämlich eine interessante Sache. Ich möchte gleich die Frage von der Marin beantworten, aber ich möchte hier etwas sagen, dass das ein bisschen die Spielregeln wieder ändert auf Facebook, und die Regeln ändern sich einfach. Und zwar, interessiert das wen? Möchtest du wissen, was sich beim Thema Teilen ändert? Also Teilen von Videos, von Postings. Sag mir einfach Bescheid, ob du das wissen möchtest, weil dann baue ich das jetzt einfach ein und gehe dann die Fragen dann nachher durch. Beim Thema Teilen gibt es jetzt eine gravierende Änderung, die auch mit den Änderungen in den öffentlichen Gruppen zusammenhängt und mit dem Thema Reichweite. Und ein paar schreiben schon, ist natürlich schon geteilt, das freut mich. Und die, die da einfach da und drauf drücken, das freut mich natürlich sehr, sehr. Also ich sehe das natürlich sehr, sehr gut, weil ich heute das Handy habe. Und ich möchte, wenn ihr das wollt, gebe ich euch die Information weiter und beantworte dann die weiteren Fragen. Weil ich habe da gestern etwas gesehen, einen Screenshot, das schon sehr eindrucksvoll ist. Also da muss ich schon sagen, richtig cool, ne? Und ja, wenn man euch bittet, dann macht ihr das auch. So viele geben das jetzt weiter. Ja, ja, cool. Und da sehe ich, ja, teilen, okay. Über das Teilen sprechen. Gut, folgendes. Ich möchte ein bisschen ausholen. In den letzten Monaten, glaube ich, habe ich auch sehr, sehr stark zum Ausdruck gebracht, dass das Teilen von, also das Posten von externen Links nicht gut ist, weil ja Facebook die Leute auf der Plattform behalten möchte. Diese Regel gilt nach wie vor noch immer. Das heißt grundsätzlich, wenn ich Reichweite möchte, dann sollte ich eben keine externen Links reingeben. Aber das gilt nicht, wenn du eine öffentliche Gruppe hast. Und ich muss dir ein bisschen den Vorgang erklären. Und zwar, ich habe einen Screenshot gesehen und ich möchte nochmal diese Funktion erklären. Ähnliche Diskussionen. In den nächsten Wochen und Monaten kommt eine neue Funktion dazu, die ich schon ein paar Mal gesagt habe, die nennt sich ähnliche Diskussionen. Und zwar funktioniert die so: Jemand im Facebook-Nirvana, schreibt zum Beispiel, nehmen wir an, du bist jetzt im Schmuckbusiness. Sag mir gleich mal, welche Produkte verkaufst du, ja? Also bitte keine Firmennamen, keine Links, keine Produktnamen, in welchem Business? Verkaufst du Schmuck, Nahrungsergänzung, was auch immer? Dann habe ich hier ein bisschen ein besseres Gefühl. Und, also weiß, wer du bist. Angenommen, du verkaufst Schmuck, ja? Und irgendjemand bei Facebook teilt einen Link, wo es um Schmuck geht. Tipps über Schmuck zum Beispiel, ja? Und dann ist es so, wenn du eine öffentliche Gruppe hast, dann wirst du zukünftig unter diesem Posting angezeigt. Das ist aber die zweite Ausbaustufe. Das heißt, dein eigenes Mehrwert-Posting wird dann angezeigt. Achtung, zweite Ausbaustufe. In der ersten Ausbaustufe, und da habe ich jetzt einen Screenshot gesehen, und es ist sehr, sehr spannend, und da haben viele Angst, dass das ein bisschen in Spam ausartet, aber wird nicht, das wird Facebook regulieren, ist es so. Wie kann ich das am besten erklären, ohne einen Screenshot zu haben? Ja? Wie kann ich das erklären, dass es einfach ist? Nehmen wir an jetzt, du hast einen Link, ja, und das kann sein, ein Link zu einer externen Seite oder auch ein Link, im besten Fall ist es ein Link zu einem Facebook-Posting. Nehmen wir einfach mal meinen Fall an, ne? So, folgendes. Wir haben jetzt ein Video von mir oder ein Posting von mir, ja, und dieses Posting, ja, teilst du in, Achtung, jetzt kommt der entscheidende Punkt, in deiner öffentlichen Gruppe. Also, du nimmst nicht dieses Posting und schickst es per Messenger oder in der WhatsApp-Gruppe oder auf dein Profil, sondern du gibst es weiter in deiner öffentlichen Gruppe. Also der Faktor ist, du musst es in deiner öffentlichen Gruppe teilen. Ja? Es macht natürlich Sinn, wenn es kein externer Link ist, weil dann die Reichweite natürlich besser ist noch. So, und jetzt ist es so, alle, die diesen Link, die dieses Video von mir, jetzt nehmen wir jetzt von mir das Video, aber es gilt natürlich nicht für mich nur, sondern grundsätzlich für alle Facebook-Postings. Alle, die jetzt das in der öffentlichen Gruppe geteilt haben, ja,
da passiert was ganz, ganz Tolles. Und zwar, dieses Video dann, also dieses Posting, unter meinem Posting, ja, gibt es dann zukünftig einen Punkt, der nennt sich ähnliche Diskussionen. Das heißt, wir haben einen Hauptbeitrag, ein Hauptposting, und unter diesem Posting haben wir ähnliche Diskussionen. In der ersten Ausbaustufe werden dort aber nur Postings angezeigt aus öffentlichen Gruppen, die dieses Posting geteilt haben. Zum Verständnis, warum macht das Facebook? Ist ganz einfach. Facebook hat ein Posting, jetzt zum Beispiel hier, nur es war nur das Beispiel, mein Video, das kann jedes andere sein. Und wenn hier mehrere in öffentlichen Gruppen das teilen, dann sagt Facebook, aha, jemand sieht jetzt dieses Posting, also mein Video, und möchte dann aber in weitere Diskussionen einsteigen. Das heißt, es möchte schauen, was sagen die anderen drüber. Und da geht Facebook einfach den Weg und sagt nicht, es ist wichtig, wer hat es auf dem Profil weitergegeben, sondern nur in öffentlichen Gruppen. Nicht in privaten, nur in öffentlichen. Es würde auch rein von den Sicherheitseinstellungen im privaten gar nicht gehen. Das bedeutet, jemand sieht mein Video, drunter sieht er ähnliche Diskussionen und schaut dann, aha, wer hat Willis, was sagen die anderen über Willi? Verstehst du? Und dann sehen die, aha, die Simone, aha, die Christina, aha, der und der und der, spricht in ihrer Gruppe und schaut sich das dann an. Hier gibt es natürlich einige Dinge, die man daraus machen kann, dass man sagt zum Beispiel, man könnte auch ein paar Sätze dazu schreiben. Ne? Also du gibst das Video von mir weiter in deiner öffentlichen Gruppe, also nur öffentlichen Gruppe, und schreibst ein paar Sachen dazu. Ja? Ich hoffe, nichts Negatives. Ja, ist alles transparent dann. Und das ist so die erste Ausbaustufe. Ich habe gestern die Screenshots gesehen und aus dem kann man extrem viel machen. Ich habe hier zum Beispiel ein Konzept in der Schublade, wie man Trends erkennt. Das heißt, wie schaffe ich es, Trends zu erkennen, dass ich weiß, was interessiert die Menschen heute am 4.5. in Deutschland zum Beispiel, in Österreich, in der Schweiz. Und ich habe dieses Trendkonzept in der Schublade. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, muss ich sagen. Und dann spüre ich diesen Trend auf, sehe zum Beispiel, aha, über dieses Thema wird viel gesprochen, teile dieses Thema in meiner öffentlichen Gruppe und bin voll in der Diskussion dabei. Habe ich das verständlich erklären können? Sag mir einfach mal Bescheid, auch wenn du jetzt in der Aufzeichnung bist, bitte einfach mittun. Ich finde es schade, dass in der Aufzeichnung so ein bisschen lahmer die Menschen sind als im Live. Aber ich möchte einfach mal wissen, hast du das verstanden, sondern habe ich das richtig rüberbringen können? Ja? Was da passiert in der ersten Ausbaustufe? Und dass das eine gute Möglichkeit ist, um tiefer in Diskussionen einzusteigen, dass es natürlich nicht dabei bleiben wird am Anfang, weil auch die Leute das ein bisschen ausnutzen werden, Thema Spam, aber es wird reguliert werden und dass es mit einem Trendkonzept ist Wahnsinn. Ne? Also du kennst meine Strategie, die ich verfolge. Network Marketing ist nicht mehr One-to-One, das ist alte Schule, ja? Anrufen, Nachrichten schreiben und so. Egal wie, ob du das mit Facebook machst oder nicht. Die neue Schule ist one to many. Wie schaffe ich es mit einer Aktion, viele Menschen zu mir zu ziehen? Und das ist zum Beispiel auch so wieder so eine Variante. Da muss man ein paar Dinge natürlich wissen. Muss man natürlich wissen, okay, wie erkennt man diese Trends und so weiter und so fort. Wie macht man das? Aber ich sehe schon hier, die meisten schreiben verstanden. Sag mal, bei mir ruckelt das Bild irgendwie. Ruckelt das bei dir auch zu Hause? Nicht ganz verstanden. Also, dann erkläre ich es nochmal. Wir haben ein Posting. Dieses Posting wird in öffentlichen Gruppen geteilt. Und wenn das oft geteilt wird, dann haben wir unterhalb von diesem Posting, diesem Hauptposting, einen Punkt ähnliche Diskussionen. Und alle, die das weitergegeben haben, die das geteilt haben, die werden dort angezeigt. Ja? Das heißt, du hast eine Belohnung und das ist natürlich auch für mich cool, weil in Zukunft und jetzt auch schon, wenn du das weitergibst in deiner öffentlichen Gruppe, wirst du zukünftig in all meinen Postings unterhalb bei ähnlichen Diskussionen angezeigt. Das heißt, du gibst etwas weiter und hast die Möglichkeit, dass die Leute bei dir in die Gruppe reingehen und in die Diskussion einsteigen und dass sie einfach dort schauen. Also ich hoffe, ja, alles gut, sehe ich gerade mit dem Bild. Bei mir ist manchmal so ein bisschen wackelig. Ja, keine Ahnung. Gut.
So viel dazu. Jetzt wollte ich aber zuerst eine Frage beantworten und ich muss gestehen, in der Zwischenzeit kamen ein paar andere Kommentare, deswegen brauche ich ein bisschen Zeit, damit ich glaube, das war von der Maren. Gesundheitsprodukte, Nahrungsergänzung, Schmuck, Tiernahrung, Medizinprodukt und so weiter. Cool, ja. Ja. Mich hätte ja fast interessiert, mal bei welchen Firmen ihr seid. Nicht reinschreiben. Ich habe hier vor, vielleicht etwas zu machen. Ich weiß noch nicht. Gut, ich gehe nochmal da zurück. Ich glaube, es war. Wer war denn das? So. Gibt es da Hilfe? Die Charlotte Müller fragt mich, ich bin völlig neu auf Facebook und im Network Marketing. Wie gestalte ich eine öffentliche Gruppe? Worauf ist besonders zu achten? Die Michaela hat es dir beantwortet. Hier in der Gruppe findest du bei fast allen Videos oberhalb vom Video den Zugang zum Speedinar. Schau dir mein Speedinar-Informationsvideo an, dort erkläre ich das genau, wie man das macht. Die Marion sagt, habe jetzt eine Gruppe gegründet, aber das Live-Gehen gestaltet sich als schwierig. Die Mitglieder werden nicht informiert, können nicht miteinander kommunizieren, sehen sich gegenseitig nicht. Woran kann das liegen? Alle Einstellungen wurden überprüft. Grundsätzlich sind hier mehrere Fragen. Eine Live-Benachrichtigung, so wie wir das kennen von früher, die gibt es so nicht mehr. Ja? Also die gibt es so nicht mehr. Der Hintergrund ist der, weil die Nutzerzahlen einfach explodieren bei Facebook. Das heißt, hier gibt es andere Faktoren, damit jemand das sieht, dein Live-Video. Ja? Zum Beispiel der Faktor eben der Qualität. Das heißt, was man auf allen Plattformen sieht, alle Plattformen machen gerade so ein bisschen ein Reset. YouTube, TikTok, alle machen das. Und es geht bei allen in die gleiche Richtung ungefähr. Und das heißt hier, es geht wirklich um Qualität der Videos, hier die Qualität noch zu erhöhen. Warum sie nicht miteinander kommunizieren können und sich gegenseitig nicht sehen, da weiß ich jetzt nicht genau, was du damit meinst. Also es kann nur an den Einstellungen liegen. Ich weiß nur, ein Kunde von mir im Speedinar, der hat eben auch Probleme gehabt, da konnten die Leute nicht kommentieren, da waren es einfache Einstellungen. Und um der Frage gleich vorzubeugen, weil ich die auch ein paar Mal bekommen habe, die neue Version, das neue Design von den Gruppen wird im Speedinar dann drinnen sein, wenn es alle haben. Ich habe es noch nicht und deswegen gebe ich es auch noch nicht rein, weil auch manche im alten Design sind. Da würde mich gleich interessieren, hast du schon die neue Version der öffentlichen Gruppen? Das würde mich interessieren, wie viele haben das? Auch wenn du im Replay bist? Oder hast du die alte Version? Woran erkennst du das? Wenn du die neue Version hast, dann hast du gewisse Funktionen, die du vorher nicht hattest. Um es einfach zu sagen. Du hast zum Beispiel eine Funktion in den Einstellungen, dass Menschen anonym posten können. Ja? Und so weiter und so fort. Sag mir einfach mal Bescheid, ob du die neue oder die alte Version noch hast. Ich habe die alte, aber du siehst, sie funktioniert. Ja? Also ja. Gut, Knut. Die Stefanie Meier, wenn ich eine Veranstaltung in meiner öffentlichen Gruppe erstelle, sieht es kaum jemand. Beiträge werden zu 95% von allen gesehen, nur die Veranstaltung nicht. Das ist interessant, weil da habe ich eine andere Erfahrung gemacht, weil wenn man es richtig macht mit den Veranstaltungen, dann wird eigentlich jeder in der Gruppe informiert. Also das ist ganz, ganz spannend, weil Facebook in den nächsten Monaten gerade beim Thema Veranstaltungen in Gruppen etwas extrem Gutes vorhat. Das Ganze nennt sich Serien. Das heißt, man kann eine Event-Serie machen und alle, die beim ersten Event waren in dieser Serie, werden beim zweiten Event benachrichtigt. Das heißt, man kann sich hier wirklich so wie eine Liste aufbauen. Und wie du schon siehst, es gibt viele Funktionalitäten, deswegen habe ich die Überschrift auch genannt, was viele Networker nicht wissen, weil eines ist klar, du weißt gar nicht, was du nicht weißt. Ja, ist so. Ja. Das heißt, Facebook bietet hier uns enorm viele Möglichkeiten und ja, ich beschäftige mich tagtäglich damit und meine Zeit reicht nicht mal, muss ich ehrlich sagen, weil das Tempo von diesen Änderungen enorm ist. Ja. Also früher gab es mal alle paar Wochen irgendwie so eine kleine Änderung. Was jetzt passiert, oft innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden, ist schon Wahnsinn, da könnte ich schon 5 Live-Videos darüber machen. Also die Entwicklung ist enorm und deswegen, wenn du große Ziele erreichen möchtest im Network-Marketing, mit Facebook kannst du das. Wenn du einfach lernst, wenn du auch diese Geheimnisse erfährst, ja? Weil sonst bist du einfach nur ein User, aber kein
Brot-User. Okay. Gut, jetzt muss ich mal was trinken kurz. Sagen wir einfach mal Bescheid. Jetzt haben wir 25 Minuten. Jetzt ging es eigentlich nur mehr 5 Minuten. Also ihr entscheidet jetzt, ob 5 Minuten oder noch 35. Hm? Ja, du hast die Macht, ne? gut. Blöde Frage, was soll ich weitermachen? Wir haben noch entweder 5 Minuten oder 35. Kommt auf dich drauf an. Kommt auf euch drauf an. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir weitermachen, ne? Gut, sogar mein Arzt ist da, der Uli. Ja, ja. So schöne Runde war man, bis der Uli dazugekommen ist, muss ich sagen. Naja, was soll's. Scherz. Ich muss ihn ein bisschen ärgern, auch den Uli. Den Uli darf ich ärgern. Ja, genau. Oh, heute gibt's keinen Blurry-Effekt. Warum? Weil ich es mit dem Handy mache, ne? Wir brennen und sind komplett im Speedynamo-Modus, sagt die Christina, das freut mich. Ah, wenn so viele Herzen und so kommen, kann ich ja nicht aufhören, ist ja logisch, oder? Also, die Dani sagt etwas, wann kommt das Video bezüglich Benachrichtigung beim Live-Gehen in das Speedynamo? Hier ist an und für sich, wie gesagt, die neue Version kommt dann, wenn die neue Version alle haben, aber zum Thema Live-Benachrichtigung, da denke ich mir nächste Woche im Zoom-Call, ich weiß noch nicht, wann ich ihn genau mache, aber nächste Woche wird es sein im Speedinar. Eine Fragerunde zu den ganzen Speedinar-Fragen. Also ja. Die Daniela sagt, seit ich jeden Tag in den Speedinar-Videos stöbern kann, geht's mir super. Das freut mich, ne? gut, eine Frage von der Astrid. Wie sieht das mit den Hashtags aus? Ne? Also bam, 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 bam. Bekommt man dadurch auch noch immer Reichweite? Ha, das ist eine super Frage, Astrid, weil ich glaube, es war letztes Jahr oder vor eineinhalb Jahren, war ich einer der ersten weltweit, die über die Veränderungen bei den Hashtags gesprochen haben. Übrigens, ja, das soll jetzt nicht stolz klingen, aber mittlerweile bin ich nicht nur im deutschsprachigen Raum derjenige, der die Facebook-Funktionen zuerst entdeckt, sondern anscheinend auch weltweit, weil ich irgendwie auch schon aus anderen Sprachen Nachrichten bekomme. Also ja gut, freut mich, aber ich bin trotzdem, ich bleibe deutsch, weil Englisch aktiv sprechen tue ich mir schwer. Also ist natürlich cool, aber ja, kann nichts damit machen dabei. Was wollte ich sagen? Hashtags. Ich weiß, dass ganz, ganz viele noch immer promoten, tausende Hashtags reinzugeben. Wie du wahrscheinlich erkennst, ich mache das selten. Ich vergesse das eigentlich auch. Warum? Weil ich bis jetzt keine dramatische Auswirkung von Hashtags sehen konnte. Das gilt nicht nur für Facebook, das gilt auch für andere Plattformen. Deswegen möchte ich dich gleich fragen oder euch fragen, benutzt du Hashtags? Erste Frage. Also Hashtags ja oder nein? Und dann, wie ist deine Erfahrung mit Hashtags? Ja, vielleicht. Also wir haben ja hier die Möglichkeit, dass wir hier ganz viele Leute haben, den Erfahrungsschatz, ne? Und deinen Erfahrungsschatz. Deswegen, wie schaut es aus mit deinen Erfahrungen beim Thema Hashtags? Also ich muss ehrlich sagen, ich merke da nichts groß. Ja? Würde mich aber interessieren, ob du da was merkst, wie deine Erfahrung ist, wie du die Hashtags nutzt, ob du sie nutzt und so weiter. Also wie gesagt, es ist für mich eine Sache, wie kann ich es erklären? Damals, wie die Info rauskam, Hashtags steigern die Reichweite, was passiert? Alle Faulen, ja, und auch die Braven, alle haben das auf einmal benutzt. Und es ist immer so, bei allen Funktionen bei Facebook. Es wird auch jetzt so sein bei den neuen Funktionen, die werden dann reguliert werden. Das heißt, am Anfang kann sie jeder ganz gut nutzen und dann nur mehr die wissen, wie man sie richtig nutzt. Ja, und wie man, ich komme nochmal darauf zurück, deswegen auch im Speedinar, das erste Modul so wichtig, wie kann ich mich außergewöhnlich positionieren? Egal, was wir hier sprechen über Funktionen, Facebook, Network Marketing, ich bin der Meinung, langfristiger Erfolg geht nur, wenn du eine außergewöhnliche Positionierung hast. Das heißt, wenn du nicht die Litfaßsäule deiner Firma bist, sondern wenn du die einzige Person im deutschsprachigen Raum bist, die für ein gewisses Thema und eine Zielgruppe steht. Das ist das, was ich im Speedinar den Leuten vermittle. Und das ist so wichtig, um wirklich langfristig Erfolg zu haben, meiner Meinung nach. Ja. Deswegen, es macht absolut Sinn,
sich hier wirklich die Zeit zu nehmen und das zu lernen. Ja, und es ist etwas, im Network Marketing ist es überhaupt noch nicht angekommen. Viele Dinge sind im Network Marketing noch nicht angekommen, die in anderen Business, in anderen Branchen gang und gäbe sind. Und das ist deine große Chance. Das heißt, wenn du dich abheben möchtest, wenn du was Besonderes sein möchtest und du lernst diese Dinge, dann hebst du dich absolut ab und wirst definitiv extrem viel Erfolg haben. Gut. Ja, die Conny Marie sagt noch was zu den Hashtags. Sind die in der Gruppe nötig, um bei Facebook und Google gefunden zu werden? Nein. Ja. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich hatte mal eine Internetseite, einen Blog, ganz in einer anderen Branche, ganz anderen Thema. Und ich hatte dort 1 Million Leser im Jahr. Das ist schon viel, ja. Und da kamen viele über Google. Und ich habe mich auf Google spezialisiert. Also ich kenne mich sehr, sehr gut aus mit Suchmaschinenoptimierung. Und eine Hashtags haben überhaupt keine Bedeutung, ob du bei Google gefunden wirst. Aber ich möchte das nochmal diese Frage nehmen, weil, glaube ich, nicht jedem bewusst ist, was Google für dich leisten kann in Verbindung mit Facebook. Das möchte ich schon nochmal sagen. Ich unterscheide immer zwischen zwei Arten von Usern. Die einen, das sind die, die so herumsurfen. Die gehen so, wie soll ich sagen, die gehen so spazieren und schauen einmal da, schauen einmal dort. Und dann gibt es die, die die Geldbörse offen haben. Die wollen etwas kaufen und die suchen aktiv danach. Die benutzen die Facebook-Suche und natürlich die Google-Suche. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du verkaufst Kosmetik, und jemand, jetzt gerade, gibt jemand ganz bestimmt ein, ich schaue mal bei Google, welchen Vorschlag es gibt, damit ich keinen Blödsinn sage. So, und zwar, jetzt gibt sicher bei Google jemand ein, Kosmetik tierversuchsfrei. Stell dir vor, du hast solche Produkte, das heißt, du hast eine Kosmetik anzubieten, die ohne Tierversuche ist, ich hoffe es, du hast das, und jemand gibt das bei Google jetzt in dem Moment an. Und stell dir vor, was in ein paar Monaten sein wird, wenn das dann alles genau funktioniert in den neuen Versionen der Gruppen und auch die Facebook-Rankings bei Google, da sind uns weiter. Jemand gibt das ein und kommt auf dein Posting in deiner öffentlichen Gruppe. Das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Kontakt. Das hat noch gar nichts mit Network Marketing zu tun, sondern mit einer Person, die das jetzt sucht. Ja? Warum ist das mit einer Internetseite nicht möglich? Ich möchte es nochmal sagen. Warum lege ich auch keinen Fokus auf Blog und auf Internetseiten und so weiter? Weil, wenn ich jetzt eine Internetseite mache, willibrockhoff.at, ja, und ich schreibe jetzt den besten Artikel ich habe es da alle 35 Minuten reingeschrieben, das heißt, ich soll noch länger reden. Ich schreibe jetzt einen Artikel, die 10 besten Tipps über Kosmetik, tierversuchsfreie Kosmetik. Was ist wichtig? Und ich schreibe den allerbesten Artikel. Weißt du, wie lange es dauern würde im besten Fall, dass ich bei Google angezeigt werde? Rate mal. Ich mache jetzt heute mit meiner Internetseite einen Beitrag über Kosmetik, tierversuchsfrei. Toller Beitrag, elendslang, braucht 4 Stunden zum Schreiben. Wie lange schätzt du, wird es dauern, bis das bei Google halbwegs eine Position hat? Wie lange? Schätze einfach mal. Also wir wollen das ja interaktiv gestalten, ja? Weil es eine wichtige Frage ist für dich und hoffentlich gleich ein Aha-Erlebnis auslöst, was öffentliche Gruppen für dich leisten können. Ja? 6 Monate, bis bei Google was kommt, lese ich da. Ich muss mal da ein bisschen runter. So, ihr seid aktiv jetzt. Ah, das ist gut, ja. Das heißt, ich muss mal da ganz runter. 6 Monate, bis bei Google was kommt. 1 Jahr, sagt die Dana. 3 Monate, sagt der Roland. Wenn dein SEO gut ist, circa 6 Monate. Also im Schnitt sagt man immer so, das ist so die Erfahrung, man sagt immer so 6 Monate. Wobei es gibt natürlich Begriffe, wo das sehr, sehr schwierig möglich ist. Und für die, die sich mit dem Ganzen nicht auskennen, kein Problem. Es gibt einen Nachteil an willibrockhoff.at, dass ich ganz wenige Verlinkungen habe, dass ich ein schlechtes Standing habe. Ja, ich muss mir das erst aufbauen. Ich möchte nicht zu tief in die Materie rein. Ja? So. Aber Facebook hat das alles. Facebook ist eine mächtige Internetseite. Und wenn du auf dieser mächtigen Internetseite bist, mit deiner Gruppe,
und du lernst, wie du das richtig optimierst, weil du musst es optimieren auf Facebook, damit es dann bei Google wirklich gefunden wird, dann hast du den Schlüssel. Und wenn du den Schlüssel deinen neuen Teampartnern weitergibst, was glaubst du, was dann passiert? Welche Möglichkeiten öffnen sich? Und bei manchen Begriffen wirst du so und so mit deiner Internetseite nie, never gefunden werden. Nicht in diesem Leben. Nein, never. Nie. Du hast gar keine Chance. Und deswegen, ich glaube, es ist noch nicht allen bewusst, was hier auf uns zukommt. Derzeit ist es so, dass diese Funktionalität noch nicht sozusagen freigeschalten ist. Das heißt, das wird erst in den kommenden Wochen, Monaten passieren. Du musst nichts anders machen, als das, was ich dir im Speedinar weitergebe. Ja? Das heißt, es geht immer darum, dass du diese einfachen Schritte dann in deinem Team weitergibst. Und jetzt möchte ich von dir wissen, wenn du dran denkst an Google, ich weiß, was das damals bei mir gebracht hat, wie geht es dir dabei? Jetzt ehrlich, ja? Das ist ja, es sollte ja so ein Aha-Erlebnis sein. Und deswegen auch diese Videos hier, wenn du die weitergibst, dann hast du vielleicht ein Aha-Erlebnis in deiner Gruppe. Ja? Es kann ein einfacher Satz sein, manchmal sind es einfache Wörter und du weißt ja, wie es oft ist, die dritte Person. Ja? Du hast vielleicht schon vieles gesagt in deinem Team, aber ich möchte jetzt wissen, wie geht's dir? Ja? Ja? Ich hoffe, dir geht's gut. Ne? Also teilen wir das mal mit. Also das ist schon eine neue Dimension und für Google. Hm? Der Money, der Money sagt oder fragt, kannst mal einen Kurs machen, wie man einen Spannungsbogen aufbaut und wie man die Leute für mehr Interaktionen und Teilen zu motivieren. Ja, das wäre wirklich ein eigener Kurs. Und in der Tat, wenn ich nicht so beschäftigt wäre mit dem Speedinar, ich hätte schon weitere Kurse rausgebracht, aber der Fokus liegt jetzt 100% auf dem Speedinar. Aber ich bin gerade am Überlegen, wie ich das machen kann. Ich habe ja noch andere Dinge in der Pipeline und ich weiß, dass der ein oder andere möchte wahrscheinlich noch ein bisschen, wie soll ich sagen, enger mit mir zusammenarbeiten möchte, vielleicht ist noch bereit, den nächsten Schritt zu machen in seiner Entwicklung. Und es gibt hier noch Möglichkeiten. Ich möchte bewusst nichts sagen, weil ich nicht weiß, ob ich das jemals mache. Aber ja, ich habe ein paar Ideen im Kopf. Also insofern, ja. Gut. Ja, eine interessante Sache von der Bettina. Die Bettina Schenach schreibt da, hallo Willi. Ich wurde vor kurzem von Facebook gefragt, wie ich zu einer langjährigen Freundin von mir stehe und ob ich sie persönlich kenne. Ob ich ihr vertraue und sie für mich da wäre, wenn ich Hilfe bräuchte. Bin ich da ins Visier vom Algorithmus gekommen und macht es Sinn, einen Facebook-Business-Account zu machen? Meine Freundin sagt, sie hat das und da hat sie keine Probleme mit Werbung. Also, Facebook-Business-Account würde ich nicht machen, weil er viele, viele Nachteile hat. Weil du viele Dinge einfach nicht so machen kannst wie einen normalen Account. Außerdem ist es eine Duplikation im Network Marketing ein bisschen schwierig, das Ganze. Aber ich kann dich beruhigen, Bettina, du bist nicht in das Visier vom Algorithmus gekommen, sondern du bist in das Visier gekommen von einer völlig neuen Facebook-Welt. Vor ein paar Tagen oder was, 2 Wochen her, habe ich ja darüber berichtet, dass dieses neue Update Facebook spalten wird. Network Marketing. Und zwar ging es darum, dass nach einem Posting von dir der Interessent, der das gelesen hat, die Frage bekommt, war dieses Posting inspirierend? Und wenn diese Person sagt, nein, war es nicht, dann sieht dich diese Person nie wieder. Und das wird definitiv dafür sorgen, dass in der nächsten Zeit Network Marketer komplett von der Bildfläche verschwinden. Im Direktvertrieb, Network Marketing werden Leute komplett von der Bildfläche verschwinden. Das wird so sein. Und das ist noch ein zusätzlicher Beweis. Und das ist sehr, 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 sehr spannend, finde ich. Ja, ich muss jetzt mal einen Screenshot machen. Es ist sehr, sehr spannend, weil das beschränkt sich nicht nur auf Inhalte, sondern auf Freundschaften sogar. Warum? Facebook weiß ja, dass die Freunde, die wir haben, nicht unsere Freunde sind. Und ich habe auch immer gesprochen vom Prinzip der aktiven Freundesliste. Ich weiß, im Direktvertrieb, im Network Marketing wird uns immer noch weiß gemacht, dass der heilige Gral ist es, wenn wir 3 Facebook-Profile haben, auf jedem Facebook-Profil 500 Freunde. Dass das gegen die Nutzungsbedingungen ganz klar verstoßt, habe ich auch schon erklärt. Dass es vielen egal ist, weil sie sagen, noch funktioniert's. Dass diese Leute aber in ein paar Wochen nicht mehr hier sein werden,
dass sie keine Chance mehr haben, ein Network-Marketing-Business, einen Direktvertrieb aufzubauen, das finde ich gut. Finde ich gut deswegen, weil nämlich die belohnt werden, die seit Wochen sich solche Videos anschauen, bereit sind, Zeit und Geld zu investieren, um ihr Business stabil aufzubauen. Und jetzt möchte ich eine Sache noch sagen, die soll jetzt nicht gemein klingen, aber sie soll hart klingen. Eine Sache, die viele nicht verstanden haben im Network Marketing, aber das jeder in jedem Business versteht, ist, Langfristigkeit ist wichtiger als Kurzfristigkeit. Und wenn ich das schon höre, wir wissen, dass WhatsApp verboten ist. Du darfst WhatsApp kommerziell nicht nutzen. Ich habe das schon gezeigt in den WhatsApp-Nutzungsbedingungen. Aber was sagen manche? Ist doch mir egal. Ist doch mir egal. Ich mache eine WhatsApp-Party, solange die geht. Mir egal. Ich denke mir, wenn du alleine bist, ist das schon schlimm genug. Wenn du im Network Marketing bist, ist es absolut unverständlich für mich. Ja? Du baust dein Business auf Sand. Du gibst neuen Menschen etwas mit, das auf Sand gebaut ist. Und all das mit den mehreren Facebook-Profilen, das ist verboten, du darfst kein zweites Profil haben, das ist in den Nutzungsbedingungen geregelt. Du darfst keine WhatsApp-Partys machen, du darfst keine WhatsApp-Messen machen mit deinem WhatsApp-Account, das ist in den Nutzungsbedingungen geregelt. Facebook-Seiten funktionieren nicht, habe ich auch letzte Woche gezeigt. Ja, es gibt immer halt ein paar, im Englischen heißt es, die nicht coachable sind, also die nicht offen sind für, also die wollen eigentlich gar nichts wissen, ne? Also ja. Aber es ist irgendwie auch schlimm, weil in anderen Branchen denke ich immer langfristig und ich möchte dich einladen dazu, das Langfristige über das Kurzfristige zu stellen. Es geht nicht darum, ob du morgen 10 Partner gewinnst. Es geht darum, ob du ein stabiles Geschäft aufbaust, das dir wirkliche Freiheit bringt. Eines möchte ich auch noch sagen, bevor ich zur nächsten Frage komme. Wir hatten jetzt Monatsende, wenn wir wieder Monatsanfang. Jetzt können einige wieder atmen, ne? Ich möchte gerne mal wissen, wie schaut denn bei dir so ein Monatsende aus? Ja? Network Marketing, Direktvertrieb, weiß nicht, was du machst. Würde mich auch mal interessieren, ob du im Network bist oder im Direktvertrieb. Sind ja ähnlich und für beide ist mein Spielinar geeignet und auch die Informationen. Wie schaut ein Monatsende bei dir aus? Ist das hektisch? Ist es etwas, wo du sagst, da kannst du dir keine Zeit blocken privat, weil da braucht dich jeder in deinem Team? Da musst du die nächsten Stufen erreichen, Aktionen erreichen. Ich möchte einfach mal deine Erfahrung wissen, ja? Wie das so ist, Monatsende. Weil ich habe doch den Eindruck, dass ein relativ großer Teil von den, die schon Führungskräfte sind oder ein Team haben, am Monatsende fast untergehen, ja? Das heißt, und das habe ich nie verstanden. Und ich habe in meiner Network-Marketing-Karriere nie so gearbeitet. Weißt du, was ich Monatsende gemacht habe? Monatsende habe ich mir freigenommen. Da ging ich am See, ja, da ging ich mit dem Kleinen spazieren, da ging man auf ein Eis. Und ich habe die Leute nie verstanden in meiner Company, die am Monatsende so ein Mordstrara gemacht haben mit Aktionen, Stufen erreichen und was weiß ich alles. Monatsende ist chillig, ja. Da willst du dich einfach nur feiern für das, was du mit deinem Team erreicht hast und einfach für die anderen auch Zeit haben. Also Monatsende ist chillig, wenn man es richtig macht, wenn man langfristig denkt. Wenn man kurzfristig denkt, ist es ziemlich hart. Und du fürchtest dich vor jedem Monatsende. Also, aber es gibt doch, wie ich hier lese, den einen oder anderen, dass es, wo es anders funktioniert. Ja? Also lass uns bitte langfristig zusammenarbeiten. Jetzt muss ich mal was trinken. Seid ihr noch fit? Also ich sehe keinen Druck, komplett entspannt. Ja. Also ich sehe hier, sind natürlich auch einige aus dem Direktvertrieb, aus dem klassischen. Da kam jetzt immer wieder die Frage, Willi, gelten meine Tipps auch für den Direktvertrieb? Natürlich, ja. Also es geht hier darum, dass du Kunden generierst, ja. Im Network zusätzlich auch noch Partner, aber die Tipps sind genau, wenn ich sage Network Marketing, auch für Direktvertrieb logischerweise. Das ist auch das Thema, wo ich nachdenke, dass der Gruppenname nicht ganz stimmig ist, weil er hier nur steht Network Marketing. Und da würde mich auch interessieren, wie du das siehst, ob das besser wäre, dass man irgendwie hier Networker und Direktvertrieb reinbringt. Könnte ich machen, und das habe ich bis jetzt nicht gedacht, weil für mich ist eigentlich beides ähnlich, ja. Sicher Network Marketing nochmal eine Spur anders. Gut, gut, der Stefan Geiser, Stefan Geiser ist heiser, nein, ab und zu muss ich Spaß machen, ne. Du weißt ja, meine Kinder sagen, Papa, du bist nicht lustig. Stefan sagt, ich möchte konkret neue Partner in meiner öffentlichen Gruppe gewinnen.
Dazu biete ich Ihnen ein Mentoring-Coaching als Bonus an, das ich in meinem Webinar-Video kommuniziere. Das Produkt selbst ist der Weg in die finanzielle Freiheit. Meine Frage, ich habe es so verstanden in deinem Kurs, dass ich das MLM-Produkt nicht in meinem Video nennen soll. Hier gibt es mehrere Varianten, Stefan. Wann und an welcher Stelle spreche ich dann über Network Marketing? Also es gibt hier zwei Varianten. Die eine Variante ist, ich spreche nicht über Network Marketing. Und die zweite Variante ist, ich spreche ganz bewusst über Network Marketing. Alles hat Vor- und Nachteile. Spreche ich bewusst darüber, bekomme ich die Leute, die offen sind, habe wirklich Zeit für die Menschen, die große Teams aufbauen wollen. Spreche ich nicht über Network Marketing, kriege ich natürlich alle Leute, die, wie soll ich sagen, die vielleicht hinten nach viele Fragen haben, aber die grundsätzlich auch, ja, wenn man sie richtig führt, tolle Führungskräfte sind. Kann beides arbeiten, ist kein Problem. Grundsätzlich ist es so, ich glaube, dass es nicht wichtig ist, wann du über Network Marketing sprichst, sondern es ist wichtig, wie sprichst du über das, was dein Gegenüber erreichen möchte. Wann sprichst du darüber, was sind deine persönlichen Ziele? Ich meine jetzt die vom Interessenten. Was hat dir gefallen am Video etc.? Das reicht. Ich glaube, dass wir einen falschen Blick haben von dem, was wir erzählen müssen. In Wahrheit, und ich kann das sagen, ich habe über 800 direkte Kunden und Partner aufgebaut. Weißt du, wie ein Gespräch bei mir war? Es waren immer nur zwei Fragen. Ja? Das heißt, die zwei Fragen habe ich gestellt und dann habe ich den Menschen zugehört. Es ist ja heute auch schon so in unserer Zeit, dass es hört ja fast keiner mehr zu. Ja? Das heißt, die Telefonate haben auch nicht lange gedauert, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich habe die Menschen einfach gefragt. Ne? Und das heißt, es geht nicht darum, dass du jetzt erklärst, das ist Network Marketing, das ist der Marketingplan, das ist die Company, wir sind so und so lange im Markt. Das ist das, was dir erzählt wird in deiner Company. Vielleicht von Menschen, die schon ganz, ganz lange dabei sind. Aber das ist nicht so, wie das funktioniert da draußen, weil es keinen interessiert. In Wahrheit, das habe ich auch gemerkt, eine Erkenntnis, es interessiert auch kein Schwein, ob ich jetzt Willy Prokop heiße, ob ich in Hartberg wohne, ob ich 7 Kinder habe, ob ich gern laufen gehe und ob ich gern esse. Interessiert doch niemanden. Interessiert niemanden, in Wahrheit. In Wahrheit interessiert die Menschen nur, wie kann ich mein Netzwerk mit Facebook aufbauen, deswegen konzentriere dich mehr auf dein Gegenüber, aber wir können das dann noch verfeinern nächste Woche im Zoom-Call, im Speedinar. Übrigens, bevor die Frage kommt, kriegt ihr alle die E-Mail wie gewohnt und dann könnt ihr euch dort anmelden. Also die im Speedinar sind. Das ist eine interessante Frage. Die Regina Kohlhaas verkaufe bei Amazon, ein kleines Sportgerät. Kann ich das mit einer öffentlichen Gruppe verbinden? Ein Video und ein Link. Ja, du kannst alles machen. Du kannst jedes Produkt verkaufen mit der öffentlichen Gruppe. Ist egal, ob ein elektronisches, ein physisches. Du kannst Häuser verkaufen, du kannst Yachten verkaufen. Allerdings, ab einem gewissen Preislevel, nehmen wir zum Beispiel jetzt wirklich, zum Beispiel, wenn du Luxusjachten verkaufst, wenn du Luxusjachten verkaufen würdest, dann ist es ein Preislevel, wo ich dann mehr den Kontakt haben möchte, als dass ich gleich die Luxusjacht verkaufe. Ja? Also ich möchte den Lead, den Kontakt generieren, auch das geht. Also es eignet sich, es gibt kein Produkt, was nicht geht. Ja? Das muss man ehrlich sagen. Gut, jetzt schaue ich da mal weiter. Nahrungsergänzung, Beauty, Medizinprodukt, Nahrungsergänzung, Beauty, Nahrungsergänzung, Sport, Nahrung und so weiter. Die Katrin sagt, ich sehe das immer bei Telegram, dass da immer YouTube-Links oder Facebook-Links geteilt werden, macht das auch nicht so viel Sinn, oder? Grundsätzlich ja, Telegram ist wieder das völlig anderes, also wenn du in einer Telegram-Gruppe das teilst, manche machen das, weil es ihre einzige Möglichkeit ist, dass die Menschen ihre Facebook-Postings sehen und ihre YouTube-Videos, aber ich habe hier einen anderen Ansatz. Mir gefällt dieses Push nicht. Mir gefällt dieses pushige Marketing nicht. Das ist dauernd irgendwo was rausschicken müssen oder sonstiges. Ich glaube, es ist besser, langfristig sich zu konzentrieren, wie schaffe ich es, dass die Menschen zu mir kommen. Wenn es uns richtig gut geht, und manchmal geht es mir auch richtig gut, manchmal bin ich saumüde, dann möchte ich die ganze Welt erobern, dann möchte ich jedem das erzählen. Aber in Wahrheit gibt es auch viele trübe Tage, wo ich müde bin. Und da bin ich so froh, wenn ich auf meinem Fahrrad sitze, hinten mein kleiner Sohn oben. Wir fahren vorbei, Spielplatz, Wald. Und ich weiß, cool, jetzt gerade, wo wir da sitzen, wo wir spielen Fußball, kauft gerade wer ein.
kommen gerade neue Leute in meine Gruppe? Das ist für mich wichtiger, als wie immer nur dieses Aktive, weil das ist auch das Problem in Network Marketing. Irgendwann geht dir die Luft aus. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch nicht verstehe im Network Marketing. Jeder Unternehmer schaut, dass er Kontakte jeden Tag automatisiert bekommt. Ich kenne zum Beispiel keinen Unternehmer, ich kenne keinen, die dauernd Flyer aus deinem Geld. Ich meine, die sind ja arm, weil dann haben sie irgendwas eh nicht verstanden. Und im Network Marketing ist es noch so in uns drinnen, dass uns erzählt wird, wir müssen das tun, aber das ist nicht professionell. Professionell ist, dass ich mir mal überlege, ja, wie kriege ich die Leute zu mir? Das ist für mich professionelles Marketing, ja. Und das ist das, was ich eben im Network reinbringen möchte. Und ich glaube, da bedarf es auch, dass man sich von manchen Menschen inhaltlich ein bisschen trennt und sagt, du, ja, es ist deine Welt, ja. Wenn du das so möchtest und gern wirklich proaktiv Flyer austeilen gehst, Leute anrufst, WhatsApp-Nachrichten schickst, Messenger-Nachrichten schickst, 100.000 Kommentare schreibst und, mach's. Hey, kein Problem. Ist deine Welt. Alles gut. Ja, du bist glücklich damit. Meine Welt ist das nicht. Ja, ich sag dann, okay, meine Welt ist das nicht. Ja, sondern ich möchte Leute zu mir ziehen. Und wir haben fantastische Möglichkeiten. Bitte nicht vergessen, wir sind nicht im Jahr 1960. Wir sind auch nicht im Jahr 2010, auch nicht 2017, wir sind 2021. Und da hat sich so viel geändert. Facebook gibt uns all diese Möglichkeiten. Deswegen, ja, das muss man einmal lernen und dann hat man es einfach geschafft. Und ich möchte einfach von dir auch wissen, wie, ja, was, ist vielleicht eine blöde Frage, weil es ging zu einer Fangfrage, aber oder ist es für dich wichtig, dass du langfristig immer die Kontakte hast? Ist es für dich wichtig, ja? Egal, ob du im Direktvertrieb bist, Network Marketing. Mein Leben hat es immer total erleichtert, weil ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass einfach, das wäre cool, ja. Ich weiß nicht, ob das geht bei dir. Aber vielleicht kannst du wirklich mal einfach nur so kurz die Augen zumachen, ja. Ich möchte wirklich was bei dir auslösen. Die Augen zumachen, ich mache das jetzt auch, ja. Also ich versuche das. Die Augen zumachen. Und ich sehe dich natürlich nicht, ob du die Augen jetzt zu hast, ne. Und einfach mal kurz ruhig werden und dass du dir einfach mal vorstellst, dieses Bild, ich weiß nicht, wo du dich gerade siehst, am Meer, auf deinem Boot, im Wald, Spielplatz, einfach zu Hause, der Couch, wie auch immer. Und in dem Moment, wo du faul herumliegst, sage ich mal, und das Leben genießt, im Restaurant bist, was auch immer, in dem Moment bekommst du neue Leute in deine Gruppe. Neue Leute melden sich an, werden Vertriebspartner, kaufen deine Produkte. Und das geht jeden Tag so. Am Anfang ist es überschaubar, aber so nach 1, 2, 3, 4, 5 Jahren hat das so ein Volumen, wo du nicht mal, du liegst dort und du hast nicht die Zeit, den Leuten zu antworten oder ihre kritischen Fragen alle zu beantworten, weil es so viele Leute da sind. Und ich möchte jetzt einfach, hoffentlich hast du die Augen noch zu, dass du einfach, bei mir war das so ein Schalter damals, nachdenkst, ist das nicht das Leben, was ich immer wollte? Ist das nicht für mich das wirklich passiv verdienen? Weißt du, wie ich meine? Und jetzt kannst du die Augen öffnen und es geht einfach darum, ich will dir das lernen, diese Form, dass das nicht von heute auf morgen geht, ja, ist mir auch klar. Aber dass sich das auszahlt, dass du das einmal lernst in deinem Leben. Weißt du, was ich meine? Viele im Network Marketing, ich habe es auch bei mir erlebt, fangen immer wieder neu an. Im Endeffekt sind sie 20 Jahre unterwegs, aber immer nur in ein paar Einheiten. Weißt du, wie ich meine? In 4-Wochen-Einheiten, in 3-Monats-Einheiten. Sie fangen immer neu an, sie kurbeln. In jedem Unternehmen am Anfang kurbeln sie. Wenn sie einmal sich mehr Zeit genommen hätten, als alle versprochen haben, nämlich nicht in 3 Monaten an die Spitze, ja? Ich weiß, ich bin in 7 Monaten an die Spitze, aber das will ich dir nicht so lernen. Sondern, wenn sie sich einmal ein Jahr Zeit nehmen, 12 Monate, bereit sind, Dinge zu lernen, auch Geld dafür auszugeben, ist so, weil die Dinge schwirren nicht so herum, und einmal 12 Monate bereit sind, wirklich einmal zu lernen und zu sagen, okay, in den 12 Monaten habe ich jetzt nicht so viel Erfolg, wie die pushy machen. Aber ich habe es einmal gelernt für mein Leben und ich habe nie wieder ein Problem in meinem Leben. Das war es für mich. Weißt du, was ich meine?
Ich sage nicht, dass es der schnellste Weg ist, aber es ist der Weg, wo du in 5 Jahren, wie soll ich sagen, du hast ganz andere Perspektive und du hast es für dein Leben geschafft. Und du kannst in 5 Jahren sagen, ich wollte immer schon zusätzlich zu Network Marketing, ich wollte ja Künstler sein, ich wollte meine Porträtbilder verkaufen. Und dann machst du das, was du gelernt hast, nochmal. Es dauert nicht 12 Monate, sondern viel kürzer, weil du es gelernt hast. Das ist einfach mein Ansatz. Und wir sprechen im Network Marketing immer über passives Einkommen. Aber weißt du, dass ganz wenige Top-Führungskräfte, ich habe auch solche erlebt, ja, dass die gar kein passives Einkommen haben? Die müssen immer rudern, die müssen immer aktiv sein. Ich möchte dieses Leben nicht haben. Ich sag's dir ehrlich. Ich möchte dieses Leben nicht haben. Das ist keine Freiheit. Und lass uns die Dinge nutzen, lass uns Facebook nutzen, all die Dinge. Und es ist einfach möglich. Und das ist meine Vorstellung von, wie ich dir lernen möchte, das zu machen. Es geht darum, einmal das zu lernen. Und dann geht's immer. Weißt du, was ich meine? Jetzt möchte ich dich einfach fragen, ob du das möchtest, ob du offen bist. Und wenn du jetzt noch nicht in meinem Speedinar bist und sagst, Willi, ich bin offen, lass mich einmal schauen, ob du überhaupt offen bist. Wenn du jetzt nicht im Speedinar bist, das nicht kennst und du bist offen, dann schau einfach dann in dieser Gruppe bei den Videos, immer oberhalb von den Videos, findest du einen Link zum Speedinar. Ja? Findest du sicher. Und auch hier in ein, zwei Tagen werde ich dann den Speedinar-Link oberhalb vom Video reingeben. Das ist die Lösung. Ja? Genau. Also. Gut. 4 Minuten noch. Es sind immer mehr Fragen als Zeit, ne? Aber ich werde versuchen, diese Woche noch mal live zu gehen. Da finde ich lustig vom Uli. Gib das Konzept einfach mir, sagt der Uli. Ja, gut. Ich sage jetzt nichts dazu. Gut. Ja, das will ich, dass du das lernst einmal. Gut. Also, eine Frage noch. Vielleicht kannst du die noch mal reinschreiben, weil dann brauche ich nicht zu lange scrollen wieder nach oben. Die Irene sagt, endlich sagst du es, Wille, es braucht Zeit und Geduld, Fleiß und Ausdauer. Danke, dass du es so ehrlich gesagt hast. Ich möchte hier nochmal die Kombination zu meiner Vergangenheit vielleicht aufklären. Ich war in 7 Monaten an der Spitze. Ich habe in 7 Monaten ganz, ganz viel erreicht, 210.000 Monatsumsatz. Aber das ist nicht das, was ich sage, was bei jedem so sein wird. Und das ist nicht das Ziel, das, was bei dir sein sollte, sondern es sollte eigentlich so sein, nicht eigentlich, es sollte so sein, dass du wirklich Ausdauer von Anfang an mitbringst. Ja? Es kann viel, viel schneller gehen. Also ich würde es auch nicht ausschließen, logischerweise. Und ich glaube, dass ich mit den Möglichkeiten, die es jetzt gibt, die gab es vor 4 Jahren nicht, bräuchte ich keine 7 Monate. Das muss ich auch dazu sagen. Wahrscheinlich nur 5 oder 4, whatever. Aber ich möchte ein anderes Verständnis rüberbringen. Weißt du, was ich meine? Und fang nicht immer neu an. Fang nicht immer neu an. Lerne es einmal. Und in den meisten Fällen liegt es nicht an der Network-Marketing-Firma. Nicht am Marketingplan. Nicht an deiner Upline. Weil deine Upline kann dir das so und so nicht lernen. Deine Firma kann dir das nicht lernen. Ich glaube auch nicht, schau, ganz ehrlich, da muss ich jetzt auch ein bisschen die Uplines in Schutz nehmen. Und weil ich ab und zu natürlich immer dann was anderes sage, aber die Uplines in Schutz nehmen und die Network-Marketing-Firmen. Ich sehe das nicht als deren Aufgabe. Facebook, das Thema Facebook, ich mache nur das. Das ist so ein Thema, wo du 60, 70 Stunden in der Woche damit verbringst und noch immer nicht alles weißt, wenn du das als Experte machst. Weißt du, wie ich meine? Deswegen kann das eine Network-Marketing-Kampagne nicht machen. Die hat andere Aufgaben. Und auch für eine Upline ist es schwer, weil du noch zusätzliche Sachen hast. Ich glaube einfach, dass in dieser Welt wichtig ist, dass man Spezialisten hat. Man hat Spezialisten für das Thema Facebook. Man hat Spezialisten für das Thema Teambuilding. Man hat und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Es geht immer in die Spezialisten rein. Deswegen, das kannst du gar nicht verlangen von deiner Upline. Die kann dir das nie bieten. Das ist nicht möglich. Das ist auch nicht möglich, dass ein Arzt gleichzeitig Experte ist, der Beste für Knie, der Beste für Allergien, der Beste für Schönheitsoperationen. Das geht nicht, liebe Leute. Also, da möchte ich auch die Leute ein bisschen in Schutz nehmen und eine Frage noch beantworten. So. Hannelore sagt, wie komme ich in die Zoom-Veranstaltungen? Habe es Beginner gekauft, du musst gar nichts tun, du kriegst eine E-Mail.
Und dann habe ich noch da von der Doro, was macht man, wenn die Posts nicht geteilt werden, sondern Texte einfach kopiert und selbst verwendet werden? Ja, dann würde ich auf die Menschen zugehen und sie einfach bitten, dass sie das unterlassen, höflich. Und wenn sie das nicht machen, dann würde ich einen Gang höher schalten. Also ich verstehe auch die Menschen manchmal nicht. Andererseits, du musst dir hier keine Sorgen machen, weil es gibt hier das Prinzip des Ersten oder der Ersten. Das heißt, der Erste, der einen Inhalt postet, und das ist wirklich wichtig für Network Marketing, der hat nie ein Problem. Doro, wenn du die Erste warst, hast du nie ein Problem. Die anderen, lass sie alle posten, weil die kommen dann in die sogenannte Facebook-Jail, in eine Sperre. Die kriegen Minuspunkte und da kann ganz, ganz viel Negatives passieren. Also da kümmert sich Facebook schon drum. Und da möchte ich noch eines sagen. Sehr, sehr fatal ist es, in Network Marketing Bilder von der Company zu nehmen, Texte von der Company zu nehmen, auch wenn die das gut meinen, und das posten alle. Ich kann mich erinnern an ein Projekt, da wollte uns einer weismachen, ein Experte. Er hat für uns ein paar Templates, Vorlagen, und die sollen wir nehmen. Ich habe gleich gesagt, oh Gott, nein, mache ich nie. Ich weiß ja, wie Facebook funktioniert. Und dann haben das viele, viele gemacht. Und ja, was ist passiert? Die waren alle gesperrt. Ja, wochenlang waren die alle gesperrt. Und ja, also bitte unterlass das, das bringt gar nichts. Ne? Gut, dann möchte ich dir noch eines bitten. Ich glaube, dass hier auch ein bisschen so positive Emotion ist. Ich habe hier gerade den Schriftverkehr zwischen der Diana und der Christina gesehen. Und die Diana schreibt, ich habe eine gute Upline mit der Christina. Ja, vielleicht kannst du deiner Upline auch etwas Gutes tun. Und vielleicht können wir uns heute mal auch ein bisschen um die Upline kümmern. Ja, gib einfach den Namen deiner Upline rein und schreibe etwas Nettes. Ich habe gerade an dich gedacht. Der Willi hat mir gerade den Impuls gegeben, dass ich doch mal an meine Upline denke. Und markier es einfach hier mal und schreib ein paar nette Zeilen. Weil weißt du, was eines ist? Als Upline ist man oft sehr alleine. Je höher du bist und je erfolgreicher du bist, desto mehr einsamer fühlst du dich. Du bist einsam an der Spitze, ja. Es ist manchmal so, du kriegst viel Gegenwind und es wird manches dann ein bisschen negativ dargestellt. Deswegen lass uns heute auch mal deine Upline hochleben, ja. Deine Upline, ja. Einfach, dass du sagst, ich bin froh, dass du mich ins Geschäft gebracht hast. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du ein Ohr für mich hast, wenn es mir nicht so gut geht. Ich bin einfach froh, dass du mit dem Herzen alles tust. Ich bin einfach froh, dass ich dich habe. Ich denke, das wäre auch für uns alle, denke ich, so gut, weil wir auch in eine positive Stimmung kommen. Ja? Und ich glaube, das ist noch wichtig. Und auch wenn deine Upline vor Monaten schon aufgehört hat, egal, du kannst trotzdem dankbar sein, sie hat dich in dieses Geschäft gebracht. Das muss man so sagen. Sie hat dich in Network Marketing gebracht. Und ja, also lass uns das einfach mal so sagen. Ich glaube, da freut sich wirklich jeder, wenn er hier mal markiert wird und sagt, okay, die weiß das wertzuschätzen. So, das war's für heute. Ja. genau, Irene sagt auch, ich bin sehr froh, dass Tanja für mich immer da ist. Die Dani sagt Stefanie Noll und so weiter. Also, macht's das doch. Gut, ich muss schauen, ob ich die Woche nochmal live gehe. Wenn du mein E-Mail-Verteiler bist, kriegst du die Info. Und ich hoffe, das hat dir geholfen. Sag mir einfach noch Bescheid, ob es dir geholfen hat. Egal, ob du jetzt im Live bist oder im Replay. Lass uns hier mal ein bisschen positive Stimmung machen. Die Dorte sagt, mein Ton ist weg. Bin ich noch da? Ich hoffe. Ja, ich hoffe, man hört mich noch. Lass uns hier positive Stimmung machen, ein bisschen deine Upline auch hochleben lassen. Ja, gut. Ja, das ging schon mal gut. Also, einen schönen Tag wünsche ich euch. Schönen Tag, schönen Abend. Und ja, bye bye. Bis zum nächsten Mal und rock it. Ciao, ciao. Pfiat euch. Servus.